Guten Abend. Ich begrüße Sie ganz herzlich zur ersten Veranstaltung der Ringvorlesung. Flucht und Ankommen heißt der Titel dieses Semesters. Flucht und Ankommen heißt diese Veranstaltung, weil wir damit die psychologische Perspektive einnehmen wollen. Flucht und Ankommen ist die Perspektive derer, die sich auf Flucht begeben und die ankommen. Nicht die Perspektive derer, die die Ankommenden empfangen oder abweisen oder die von der Flucht nur dadurch hören, dass die Menschen von woanders ankommen. In der Perspektive der Geflüchteten stehen die Gründe für Flucht im Zentrum, weshalb sie geflohen sind und wovor sie geflohen sind. Während wir, beziehungsweise die Empfangenden, zuerst daran denken, was es für uns bedeutet. Dass, so wird es oft formuliert, dass Millionen von Menschen unser Land überschwemmen. Bereits diese Ausdrücke, unser Land überschwemmen, zeigen das Erschrecken derer, die unvorbereitet aus ihrer Ruhe aufgestreckt sind, ein ganz anderes Erschrecken als das derjenigen, die die Flucht ergriffen hatten. Während das Erschrecken der Schutzsuchenden sie zu uns getrieben hat, hat unser Erschrecken sie zu unserer Abwehr geführt. Daran sehen Sie schon die Unterschiedlichkeit der Perspektive. Unsere Veranstaltungsreihe soll sich mit der Perspektive der Ankommenden und der Flüchtenden beschäftigen. Die Lage der heutigen Flüchtlinge ist so extrem, Zitat, dass es kaum möglich ist, sich in sie hineinzuversetzen. Das schreibt Robert Neudeck, der damit Aufsehen erregt hatte, dass er im August 1979 mit seinem Schiff Kap Anamur unzählige vietnamesische Flüchtlinge aus dem südchinesischen Meer vor dem Ertrinken gerettet hat. Er schreibt das in seinem in diesem Jahr erschienenen Buch. Unmöglich oder kaum möglich, sich in deren Lage hineinzuversetzen, meint er, und trotzdem sei es notwendig, denn die Flüchtlingsströme, wie man das nennt, werden nicht aufhören, sie werden nicht an unseren Grenzen aufzuhalten sein. Denn, ich zitiere weiter, er schreibt, die Gründe für diese Flüchtlingsströme werden nicht beseitigt werden. Wobei es nicht nur Kriege und Diktatoren sind, die die Menschen dazu bringen, ihr Land zu verlassen. In Zukunft werden wir es verstärkt mit Klima- und Umweltflüchtlingen zu tun haben, die in ihrer angestammten Heimat nicht mehr leben können, weil das Meer entweder diese verschluckt hat oder sie dem Boden nichts mehr entringen können, was sie ernährt. Die Gründe, weshalb sie zu uns fliehen, sind dabei zumindest von uns mit verursacht. Es bleibt uns also nichts anderes übrig, als die Geflüchteten zu integrieren, und dafür sei es notwendig, sagt Neudeck, sie aus ihrer eigenen Perspektive zu verstehen. Das ist die Aufgabe, der Anspruch dieser Vorlesungsreihe, die Geflüchteten aus ihrer eigenen Perspektive zu verstehen. Das setzt voraus, sagt auch Neudeck weiter, sie als Menschen zu betrachten. Das heißt, uns ebenbürtig und nicht als Verdammte, die sie trotz der Entkolonialisierung nach Robert Neudeck immer noch sind, womit es ebenfalls nach Neudeck aufhören muss. Während bei uns die Diskussionen, Nachrichten, Berichte und Analysen in den Vordergrund schieben, dass die Menschen kommen, weil sie hoffen, an unserem Lebensstandard partizipieren zu können oder gar ihn mit uns teilen oder schlimmer noch uns wegnehmen, wird keiner der Geflüchteten sich und seine Motivation, seine Fluchtgründe so beschreiben, wie die unfreiwillig die Geflüchteten aufnehmenden. Sie werden die Unerträglichkeit des Lebens in ihrer Heimat hervorheben, die Zerstörung durch Krieg, Hunger, Elend und politische Unterdrückung. Das war die Perspektive der Flucht. Gründe. Wie sieht es mit der Perspektive der Geflüchteten in der Frage des Ankommens aus? Was wir ihnen bieten, wie wir ihnen begegnen? Denken wir an das stundenlange, ja tagenlange oder längere Warten in glühender Sonnenhitze oder eisiger Kälte. Wollten wir so empfangen werden? Denken wir, es wollten die Geflüchteten so empfangen werden?
Und was kommt dann? Was kommt danach? Langes, monatelanges Warten in Notunterkünften, die mehr Käfigen ähneln als dem, was sie zu sein vorgeben. Es gäbe noch vieles, was aufzuzählen, die Zeit nicht erlaubt. Robert Neudeck fasst zusammen, Flüchtlinge wollen nicht als Almosenempfänger behandelt werden. Sie wollen eine Anerkennung ihrer Rechte. Sie wollen gleichberechtigt an unserer Welt teilnehmen. Sie wollen als Menschen behandelt werden. Das zu der Motivation der Geflüchteten, was das Ankommen betrifft. Sie, die Flüchtlinge als Menschen behandeln, heißt, sie willkommen heißen. Die Bevölkerung bzw. Teile von ihnen haben das spontan gemacht in München und andernorts. Sie beweisen damit Bürgersinn, Solidarität und Mitmenschlichkeit. Sie haben aber damit auch Verantwortung übernommen, und zwar Verantwortung für die, die ihre Verantwortung leugnen, für die Politiker. Unsere Politiker sind darin geübt, Verantwortung von sich zu weisen. Unglaublich und beschämend war ihre Reaktion zum Beispiel in der Bundestagsdebatte vor knapp einem Jahr, über die Beteiligung deutscher Soldaten am Syrienkrieg während der Rede von Sarah Wagenknecht. Die Rede von Sarah Wagenknecht enthält nichts, was nicht andernorts in Talkshows oder in Zeitungen bereits festgestellt worden wäre. Sie beschäftigt sich mit den Folgen der Kriegspolitik und sie sagt, was jeder weiß, dass die Menschen, die zu uns kommen und denen so viele mit Herzlichkeit begegnen, aus den Kriegsgebieten und der Kriege wegen geflüchtet sind. Und wie wird diese Rede von denen aufgenommen, die für diese Politik und damit für die Folgen dieser Politik verantwortlich sind, die Folgen mit den Ursachen bekämpfen, nämlich mit weiteren Kriegen? Es gibt kein einziges Argument in dieser Debatte, sondern Aussagen wie, jetzt geht es aber los. Unglaublich, so ein Quatsch, alles Klischees, sie sind ungeheuerlich, es reicht jetzt. Und Volker Kauder erklärt am Ende, sind die 10 Minuten immer noch nicht um? Und schließlich der Höhepunkt der Diskussion, Katrin Göring-Eckardt von den Grünen, Zitat, das war eine Katastrophe, wirklich beschämend. Und ich befürchte, sie meint damit nicht das Verhalten ihrer Kolleginnen. Unsere Vertreter im Bundestag haben diese Menschen zu Flüchtlingen gemacht. Verantwortung dafür übernehmen sie keine. Gleichzeitig tragen sie Verantwortung ständig auf ihren Lippen. Aber bei ihnen geht es darum, ihr Handeln zu rechtfertigen, nicht in Frage zu stellen. Ihre Beschwörung der Verantwortungsübernahme verdeckt nur ihre praktische Verantwortungslosigkeit und richtet zugleich die selbst nicht erfüllte Forderung an die Adressaten ihrer Rede, ihr sollt Verantwortung übernehmen. Diese Inszenierung von Verantwortungssimulation steht ganz in der Nähe der Kriegerdenkmale, mit denen die Folgen gerade verantwortungsloser Politik heroisiert werden. Und typisch sind in letzter Zeit die Trauerfeierlichkeiten für die Opfer terroristischer Anschläge. Und nicht zufällig sagte nach einem dieser Anschläge François Hollande, ja, Frankreich befindet sich im Krieg. Und diese Kriegserklärung ist nur eine Verdopplung der ursprünglichen, eine Farce, wie Marx über die Verdopplung der Geschichte gesagt hat. Sie tritt in geborgten Kostümen auf, in den Kostümen der Trauer, der Empörung und des Gerechtfertigtseins. Carlo Strenger, nach Jörg Lau einer der klügsten Stimmen der israelischen Linken, hält diese Kostümierung für eine Haltung der zivilisierten Verachtung und brüstet sich mit ihr. Anstatt jede Glaubens- und Lebensform zu respektieren und mit Samthandschuhen anzufassen, müssen wir uns daran erinnern, dass nichts und niemand gegen wohlbegründete Kritik gefeit sein darf. Ein ebenfalls israelischer Psychoanalytiker, nämlich Robbie Friedman, hatte diese Haltung als Soldatenmatrix bezeichnet. Sie durchziehe das alltägliche Denken aller in einer Gesellschaft im Krieg. Haben wir bereits eine Gesellschaft im Krieg? Bei uns geht es vorerst darum, die Loyalität zu sichern bzw. vorzubereiten gegenüber denen, die diese Gesellschaft im Krieg vorbereiten. Es geht um die Herstellung der Massenloyalität
gegenüber der Politik der westlichen Wertegemeinschaft. Köln war ein wichtiger Stein auf dem Weg dieser Deformation des Bewusstseins. Köln wird inzwischen bereits als Wende bezeichnet. Nicht wenige rechneten sich aus, dass nun endlich die Stimmung kippt, wie es hieß, was sie schon so lange herbeizureden versucht hatten. Zitat: Die verheerenden Vorfälle von Köln sollten als Weckruf verstanden werden, um zu prüfen, wo der Rechtsstaat sich anders aufstellen müsse, sagte Merkel am 30. Januar 2016 auf einer CDU-Veranstaltung. Zitat: Wir erwarten, dass, wenn wieder Frieden in Syrien ist, wenn der IS besiegt ist, dass ihr wieder mit dem Wissen, das ihr euch erworben habt, in eure Heimat zurückgeht. Nur um diese Botschaft deutlich zu machen, sei auch die Forcierung von Abschiebungen und die Ausweitung der Liste sicherer Herkunftsländer so wichtig. Marokko hatte damals bereits erklärt, Landsleute zurückzunehmen. Nur wenn Deutschland in diesen Bereichen konsequent sei, könne es den wirklich Schutzbedürftigen Schutz gewähren. Nur, wer ist das? Wer stellt fest, wer das ist, der feststellt, dass der Geflüchtete zu einem sicheren Herkunftsland kommt? Marokko jedenfalls ist es nicht. Die Türkei ist es nicht. Die Balkanländer sind es nicht. Immerhin soll laut de Maizière in Afghanistan es Gebiete geben, wo es nicht überall unsicher ist. Inzwischen verkündet de Maizière, Zitat, es kommen immer weniger Flüchtlinge. Der mit der Türkei ausgehandelte Pakt zeigt Wirkung. Trotzdem sterben sogar mehr Menschen auf der Flucht über das Mittelmeer als vor einem Jahr. Seit Jahresbeginn haben nach Angaben der Internationalen Organisation für Migration mindestens 3.611 Menschen die Fahrt über das Mittelmeer nicht überlebt. Das sind fast 600 Opfer mehr als im Vorjahreszeitraum, während sich die Gesamtzahl der Flüchtlinge, die Europa auf diesem Weg erreichten, halbiert hat. De Maizière erklärt das entsprechende Abkommen mit der Türkei habe Modellcharakter und solle auf afrikanische Staaten übertragen werden. Er will im Mittelmeer gerettete Flüchtlinge künftig in Nordafrika internieren. Die Flüchtlinge sollen, Zitat, zurückgeführt werden an sichere Unterbringungsmöglichkeiten. Der Zynismus ist nicht mehr zu überbieten. Man kann das nur konstatieren und sich erfolglos zurückziehen, wie Freud gesagt haben würde. Die Verachtung der Schutzsuchenden wird an die Grenze und darüber hinaus verlagert, an die Grenze des Landes, innerhalb derer die Mitmenschlichkeit sich so überzeugend entfaltet hatte. Sind wir dafür verantwortlich? Sind wir, wie die verantwortungslosen Politiker, verleugnen wir unsere Verantwortung? Wenden wir den Blick ab? Die Schutzsuchenden nicht vertreiben, sie nicht wieder zurückschicken oder gleich an der Grenze abweichen, also sie willkommen heißen, bedeutet das nicht auch, wir wollten sie als Flüchtlinge? Wir wollten ihre Flucht, denn diese Flucht bedeutet Verlust für unseren Feind, den Brain Drain. Und wir wollten diesen nicht erst seit Syrien, das hat lange Tradition. In der Zeit, die wir überblicken, die DDR und den gesamten kommunistischen Osten. Wir wollten die gut ausgebildeten Ärzte zum geringstmöglichen Preis. Aber wir wollten zugleich auch die Unruhe, die dieser Verlust in den entleerten Ländern auslösen würde. Wollten wir das wirklich? Oder wollten wir es nicht, sondern unsere Politiker? War es die Verantwortung, die wir für sie übernehmen wollten? Wollten wir das? Nein, wir nicht. Wir wollten ihnen als Menschen begegnen. Was allgemein für jeden Menschen in der globalisierten Welt wichtig ist, dass man sich begegnet, sich zuhört und geduldig ist. Das sagt die Regisseurin eines Projektes für geflüchtete Jugendliche in der Zeitschrift Melodie und Rhythmus. Die Geflüchteten zeigen uns, wie es sein könnte, wie man es anders machen könnte, als wir es tun, wenn wir bereit sind, das als Möglichkeit zu sehen und danach zu handeln. Sie zeigen uns also die Möglichkeit, das Gewohnte, das Selbstverständliche in Frage zu stellen, zu dekonstruieren, wie Bourdieu und andere sagen, wenn wir dazu bereit sind. Umgekehrt
zeigen die freiwilligen Helfer, wie der sich hilflos gebende Staat diejenigen nennt, die die Geflüchteten empfangen haben. Freiwilligen Helfer zeigen damit, wie Deutschland nicht ist, nämlich hilfsbereit, herzlich, offen, um Verstehen bemüht. Gar nicht zu reden von der bisherigen Haltung der Politik vor der Ankunft am Münchner Hauptbahnhof, sondern in ganz gewöhnlichem Alltag. Da herrschen neoliberale Rücksichtslosigkeit bis hin zur regelrechten Hatz auf alles Fremde, vom Mainstream Abweichende vor. Von der hohen Arbeitslosigkeit, dem treffsicheren Mittel des Ausschlusses vom gesellschaftlichen Leben, ganz zu schweigen. Der Westen, sagt Baran Niroman, hat Werte hervorgebracht, für die ich dankbar bin. Rechtsstaatlichkeit, Menschenwürde, Aufklärung. Aber sie gelten nur innerhalb der eigenen Grenzen. Außerhalb werden sie schnell fallen gelassen. Auch das zeigen uns die Geflüchteten, etwas, was wir nicht so gerne sehen wollen. Nicht nur, dass es unsere Politiker sind, die die Geflüchteten zur Flucht getrieben haben, zu Flüchtlingen gemacht haben, sondern wir selbst sind es, die sich in diesem Spiegel erkennen können, wenn wir wollen. Wir selbst sind nicht die Herren im eigenen Haus, wie diese berühmte Formulierung Freuds lautet, immer wieder falsch oder verkürzt verstanden. Wir selbst sind unfähig, allein klar zu denken, wie Mbe sagt, also Kolonisierte. Zitat von ihm: Heute macht sich der Kapitalismus daran, sein eigenes Zentrum zu kolonisieren. So könnte man das Verhältnis des Staates zu seinen eigenen Bürgern charakterisieren. Emanzipation des Staates, wie Carl Schmitt es genannt hat. Was die Geflüchteten auch mitbringen, ist ihre Kritik am Kolonialismus. Diese könnte uns in die Lage versetzen, unsere Lage zu erkennen, und wir können erkennen die Rückkehr des Kolonialismus, nämlich in den Praktiken des Krieges und in den neuen Formen prekärer Lebensverhältnisse. Die neuen Formen prekärer Lebensverhältnisse treffen nun allerdings nicht alle, nicht die Bevölkerung insgesamt. Und die, die davon betroffen sind, wollen sich deshalb noch lange nicht als Kolonisierte sehen. Deshalb auch von ihrer Seite keine Solidarität mit den Geflüchteten, sondern Abwehr, die lebensgefährliche Ausmaße annimmt. Immer noch wird fast täglich ein Haus in Brand gesteckt, das für Flüchtlinge bereitgestellt worden war oder in dem bereits geflüchtete Menschen wohnen. Natürlich ist das Rassismus, keine Frage. Rassismus heißt nicht den Sklaven gleichen wollen. Wenn nicht gegenüber den Geflüchteten, so doch gegenüber den Ausgeschlossenen im eigenen Land. Auch deshalb schreitet die Polizei kaum ein, werden die Brandstifter nicht zur Raison gebracht. Wie diese Form der Abwehr ist jede Verleugnung der Realität die wichtigste Stütze der Verhältnisse und ihrer Nutznießer und Apologeten. Und auch das gehört zur Abwehr der Realität, nämlich die Behauptung, es gebe keinen Rassismus mehr, weil es keinen Kolonialismus mehr gebe. Wir lebten im postkolonialen Zeitalter. Mbembe widerspricht vehement. Er sagt, Rasse und Rassismus haben eine Zukunft. Im genomorientierten Denken, in der Biomedizin, in den Reproduktionstechnologien. Durch den Aufstieg der Sicherheitsideologie, des Sicherheitsstaats, wird der Bürger zum Subjekt und Nutznießer der Überwachung umdefiniert, die auf die Schaffung einer neuartigen Population von Menschen zielt, die potenziell zu entfernen und zu inhaftieren sind. So werden im Rahmen der neuen Welle von Einwanderungsfeindlichkeit in Europa ganze Bevölkerungsgruppen stigmatisiert und diversen rassistischen Zuschreibungen unterworfen. Sie machen den Einwanderer zur Figur eines wesenhaften Unterschieds. Dieser kann als kulturell oder religiös oder auch sprachlich wahrgenommen werden. Er findet sich angeblich im Körper des Migrantensubjekts eingeschlossen, wo er auf somatischer, physiognomischer oder genetischer Ebene sichtbar wird. Im Übrigen sind Krieg und Rasse wieder zentrale Probleme der internationalen Ordnung, ebenso wie Folter und massenhafte Inhaftierung. Zum Beispiel die unverschämte Arroganz und Überheblichkeit, mit der Deutschland in Syrien interveniert, die verfassungsgemäß bestimmte Regierung abzusetzen bereit erklärt, bestimmen will, wer sich zur Wahl einer neuen Regierung stellen darf,
wenn das nicht die Rückkehr in längst überwunden behauptete Zustände und Zeit des Kolonialismus ist. Der Unterschied zwischen Krieg und Frieden tendiert dazu, sich zu verwischen. Der Krieg ist ein gigantischer Arbeitsprozess geworden und die militärische Ordnung wird zunehmend zum Vorbild für die friedliche. Das sagte bereits Ernst Jünger. Die heutige Welt bleibt geprägt von Umzäunung, Umfriedung, Mauer, Lager und Kreis und letztlich die Grenze. Krieg bringt nicht nur die Früchte, sondern die Grenze. Allenthalben greift man erneut auf Verfahren der Differenzierung, Klassifizierung, Hierarchisierung zurück, die auf Ausschluss, Vertreibung oder gar Vernichtung zielen. Abwehr der Realität ist allerdings auf der anderen Seite nicht ausgeschlossen. Die Solidarität mit den Geflüchteten vergisst zwar nicht, dass Ceterum Censor die Fluchtursachen bekämpfen, aber reicht die Vorstellung weiter als bis zu den Schleppern, vielleicht bis zu Assad, nicht aber bis Obama. Von Kapitalismus tötet ganz zu schweigen. Man muss also nicht auf den Mob schielen, wie die genannt werden, die ihren Unmut an den Geflüchteten auslassen. Man sollte durchaus die eigene Unfähigkeit für sich allein klar zu denken und sich betrachten und sich fragen, wie weit die Staatsräson bereits zur Richtschnur des eigenen Denkens geworden ist. Nochmal Mbembe, jede Macht muss sich nicht nur den Körpern ihrer Untertanen aufzwingen, sie muss auch den von ihnen bewohnten Raum markieren und Spuren in ihrer Vorstellungswelt hinterlassen, mit dem Ziel, dass er unfähig ist, für sich allein klar zu denken. Die Unterwerfung muss auch in die Routine des alltäglichen Lebens und die Strukturen des Unbewussten eingeschrieben werden. Der Untertan darf nur noch im Blick auf den hauptsignifikanten Träumen, der ihn überragt und zwingt, zu stottern und zu träumen. Die political inkorrekten Begriffe. Die Gegendiskurse haben keine so eleganten Möglichkeiten wie der Diskurs der Macht, sich auf die Veränderung der Routinen des alltäglichen Lebens und der Strukturen des Unbewussten zu stützen. Vielleicht deshalb entsteht sehr schnell eine Art Diskurspolizei, die die herrschenden Begriffe unter Bannflucht zu stellen sucht, wie bei den Begriffen Flüchtling, Fremdenfeindlichkeit, Lügenpresse und so weiter. Gleichzeitig werden den entscheidenden Brennpunkten der Weltpolitik gegenüber die Augen verschlossen, wie die aggressive Einkreisungspolitik der USA gegenüber Russland, die von der deutschen Regierung massiv unterstützt wird, ebenso wie der Aufbau der IS als offene Geheimarmee wie Gladio. Diese Asymmetrie der Diskurse gegenüber den Gegnern wird vorgeworfen, was Inhalt und Strategie des eigenen politischen Handelns ist, ist ein untrügliches Symptom einer Gesellschaft auf dem Weg in den Krieg, beziehungsweise der Absicht der Machthaber, die Gesellschaft dafür zu gewinnen, indem man den eigenen Adel gegen die Niedertracht der anderen in Stellung bringt, wie Alfred Adler gesagt hat. Wie konnte es so weit kommen? Das ist nicht nur der Herrschaft der Herrschenden zuzuschreiben, ihrer Macht über die Medien und Stammtische, obwohl das zutrifft, es ist Ausdruck der Schwäche der kritischen Kräfte, der Niederlage der kritischen Projekte als Alternative. Man kann das zurückverfolgen, es ist ein Lehrstück der Affirmation der Herstellung der Staatstreue. Ich greife nochmal zurück auf den Anfang. Die Bevölkerung bzw. Teile von ihr, die die Flüchtlinge willkommen geheißen haben und die bis heute weiter an deren Seite stehen und sie nach Kräften unterstützen, bis zur Selbstaufgabe, haben die Verantwortung übernommen, die die Politiker nicht übernommen haben. Sie haben menschlich gehandelt, sie haben sich als Bürger verhalten. Sie haben die Schranken und Begrenzungen missachtet, zumindest vorübergehend gesprengt, die die unmenschlichen Verhältnisse von Herrschaft und Ausbeutung unserem Handeln setzen. Nämlich diejenige, dass nicht nur der deutsche Kapitalismus nicht alle aufnehmen kann, dass die Geflüchteten als Waren betrachtet werden und danach ausgewählt, welche er brauchen kann, als Waren in seinem Produktionsprozess und dass diejenigen, die er nicht brauchen kann, von seiner Produktion, also seinem Land, ferngehalten werden. Sie haben sich praktisch gegen den Diskurs der Macht gestellt. Das gilt es fortzusetzen. Wir müssen die entgegengesetzte Laufrichtung einschlagen, wie Thomas Bernhard einmal gesagt hat. Ein Umdenken ist nötig.
Auf jeden Fall, meint Robert Neudeck, wird es nicht die Agenda 2018 geben, die uns flüchtlingsfreie Verhältnisse verspricht. Bayerische Obergrenzen und sonstige AfD-Verheißungen. Es ist auch nicht damit getan, den brutalen Schleppern das Handwerk zu legen, denn es bleiben Klimawandel, Umweltverschmutzung und Ausbeutung. Weltweit ist für eine gelingende Integration die Menschlichkeit in den Vordergrund zu stellen. Flüchtlingseinrichtungen sollten keine Abstelllager mehr sein, sondern ein Raum zum Leben. Die Helfer sollten keine Helfer sein, sondern Partner. Wir müssen wegkommen vom Opferdenken. Die Flüchtlingskrise hat nämlich damit zu tun, dass die Verdammten dieser Erde, von denen Franz Fanon, der Vorsänger der französischen Entkolonialisierung, in seinem gleichnamigen Manifest sprach, es sind sie noch immer, die Verdammten, und damit muss es aufhören. Das war alles Robert Neudeck. Doch, wie kann es eine gerechtere Welt geben? Wie können wir etwas aufbauen, das allen Erdbewohnern einen gleichen Zugang zum globalen Handelsplatz ermöglicht, fragt er am Ende seines Buches. Ich danke Ihnen. Ja, also die Diskussion ist eröffnet. Ich bin gleichzeitig mein Diskussionsleiter, also Sie können mich direkt ansprechen. Ich hätte vielleicht mal eine Frage zu Köln, was Herr Köln erwähnt. Ja, gerne, danke. Köln hast du ja erwähnt als Ereignis. Und da ist es ja zu sehr destruktiven Prozessen gekommen, wo quasi man sich ja auch Gedanken machen kann, ob da nicht aus Opfern Täter geworden sind oder was immer da auch mit den Flüchtlingen passiert ist, die ja auch eigene Dynamiken und Konflikte auf ihrer Flucht mit nach Deutschland bringen. Da würde mich mal deine Meinung dazu interessieren, was sich da ereignet hat. Mhm. Ja. Wenn es im Moment keine andere Wortmeldung gibt, dann kann ich das ja gleich versuchen zu beantworten. Ja, Köln. Ich denke, dieses Ereignis von Köln ist in zweierlei Hinsicht zu betrachten. Einmal wurde es in gewisser Weise funktionalisiert. Also es wurde nicht versucht, dieses Ereignis zu erklären als Ausdruck einer gescheiterten Integrationspolitik, denn es handelt sich ja um Leute, die schon seit einiger Zeit hier gelebt haben, die also hier sich artikuliert haben. Es wurde so dem Eindruck nicht widersprochen, als seien es die Flüchtlinge, die gerade angekommen sind, die sich hier austoben, und um die Flüchtlingspolitik in Frage zu stellen. Das war das Wichtigste. Die Erklärung, diese notwendige Erklärung, die hätte stattfinden müssen, die ist natürlich nicht möglich, wenn sie gleichzeitig bedeutet hätte, dass man die eigene Politik, die man bisher in der Flüchtlingsfrage gemacht hat, kritisieren müsste. Ausdruck dieser Flüchtlingspolitik wird ja inzwischen von verschiedener Seite gemacht. Das Zentrum der Kritik an der Flüchtlingspolitik ist die mangelnde Unterstützung der Helfenden und das mangelnde Engagement des Staates, der weder finanziell noch personell das zur Verfügung steht, was für eine Integration der hier angekommen notwendig wäre. Also so viel zu Köln. Köln als Ereignis, das funktionalisiert und nicht erklärt wurde. So habe ich es verstanden. Entschuldigung, dass ich das nicht gemeint habe. Es geht um die These oder der Wunsch oder das Ansinnen von Robert Neudeck, die Helfer sollten zu Partnern werden und nicht Helfer bleiben. Ich habe deshalb auf Robert Neudeck zurückgegriffen, weil es jemand ist, der sich ja ausgewiesen hat durch seine eigene
durch sein eigenes Engagement in der Flüchtlingsarbeit. Er ist also jemand, der nicht von dem aus keine Schmähkritik an den Helfern gestartet wird, sondern der durchaus das Engagement der Helfer wertschätzt und der dem es zu wenig prinzipiell erscheint, also der zu wenig sieht, dass man den Horizont des Denkens und damit auch des eigenen Handelns erweitern sollte und dieses soziale und Gefälle von Hilfe, Dankbarkeit, dass das eine Gefahr darstellt, die der Integration, der gelungenen Integration im Weg steht. So weit vielleicht, ja? Mich würde interessieren, welche Rolle, denken Sie denn, spielen gesellschaftliche Desintegrationsprozesse auch bei diesem Umgang jetzt mit den Flüchtlingen oder der Bewältigung dieser Umwandlungsprozesse auch? Weil wenn man sich ansieht, beispielsweise wie in Teilen Ostdeutschlands, aber auch in anderen Teilen in Westdeutschland oder Süddeutschland, in denen es den Menschen auch sozial schlecht geht, also doch ein anderer Umgang stattfindet, teilweise sehr destruktiv. Und Sie hatten ja selber das Beispiel auch benannt des Münchner Hauptbahnhofs, wo dann sozusagen das gegenteilige Verhalten zu beobachten war. Also welche Rolle spielen solche Prozesse von gesellschaftlichem Ausgegrenztsein und auch Desintegration, die teilweise auch ein paar Jahrzehnte zurückgehen, beispielsweise zu Fragen der Wiedervereinigung und so weiter, wie die gescheitert ist im Grunde, wie man ja sehen kann, und all diese Geschichten, das würde mich mal interessieren. Ja, danke schön. Ich habe ja, also das ist eine ganz wichtige Frage, gesellschaftliche Desintegration. Ich weiß nicht, ob Sie meinen, die ist die Voraussetzung für die Unmöglichkeit der Integration Neuankommender oder ist die Folge? Also die Voraussetzung würde ich auf jeden Fall auch sagen, genauso wie die mangelnde Unterstützung von Seiten der Verantwortlichen, der politisch Verantwortlichen, der Helfer, des Helfermilieus, ist auch die gesellschaftliche Desintegration ein erschwerender Faktor, auf jeden Fall. Und ich habe es anders eingeführt in die Diskussion. Die Geflüchteten zeigen uns unsere eigene Situation, also sie zeigen in ihrer in ihrem Behandeltwerden als ungebetene Gäste, ist vielleicht noch die beste Formulierung, zeigen sie uns, oder wir können daraus einen Spiegel auf uns werfen, sind wir vielleicht auch so etwas wie ungebetene Gäste. Also gesellschaftliche Desintegration wäre der soziologische Begriff dafür. Immer größere Teile der Gesellschaft fühlen sich nicht mehr zugehörig, fühlen sich ausgeschlossen. Und Geflüchtete oder von der Flucht Ankommende fühlen sich natürlich primär nicht dazugehörig, aber das wissen sie, dass das ein vorübergehender Zustand ist und bleiben sollte. Und wenn dieser Zustand sich verewigt, sich verlängert und wenn man spürt, dass überhaupt nichts getan wird oder von Seiten der Verantwortlichen diesen Zustand zu verändern, dann erzeugt das natürlich ein Gefühl von nicht gewollt sein und wenn man nicht gewollt ist, dann gibt es verschiedene Möglichkeiten, zum Beispiel auch Köln ist eine Möglichkeit des Ausdrucks, gegen das Nicht-Gewollt-Sein zu protestieren. Das hat ja der von mir sonst nicht so geliebte Žižek ganz gut dargestellt, wenn er gesagt hat, die rächen sich an den Muschis der Frauen der Herrschenden oder der besseren Schicht. Also ist denn überhaupt, weil die Desintegration hat ja schon stattgefunden, das ist ja ein jahrzehntelanger Prozess, hat auch viel mit neoliberaler Politik und all diesen Dingen zu tun. Ich muss sagen, ich habe für mich große Zweifel, dass dieser Prozess der Integration überhaupt glücken kann, weil die Gesellschaft selber in sich ja total zerrissen ist. Und Sie haben das ja gerade auch in Reaktion auf meine Frage festgestellt oder gefragt, auch als Folge sozusagen, die Desintegration. Und da könnte man ja schon sagen, weil unter diesen Bedingungen kann ja eigentlich das Dazustoßen so vieler Menschen, die aus unglaublich schlimmen Bedingungen kommen,
in, sagen wir, kaputte staatliche und soziale Strukturen. Wie soll denn da ein Zusammenwachsen gehen überhaupt? Also das ist ja dann auch gar keine Frage mehr des Wollens auch teilweise, sondern da sind ja teilweise die sozialen und ökonomischen Bedingungen gar nicht mehr gegeben, dass da so ein Zusammenwachsen oder Funktionieren gehen kann. Ja, durchaus. Also sie sind nicht mehr, diese Bedingungen sind nicht mehr gegeben und es erfordert höchste Anstrengung, da was zu kompensieren oder die Bedingungen wiederherzustellen. Das Zweite kann man sich kaum vorstellen, aber das Erste ist schon klar und es wird natürlich mit diesem, wir schaffen das, so begeisterungsfähig dieser Satz war, wird es eher übertüncht und das ist ja die Kritik inzwischen. Damals, als die Kanzlerin diesen Satz gesagt hat, hat man den anders verstanden und das hat auch zum Überleben der Willkommenskultur geholfen oder beigetragen, auf jeden Fall. Aber als Psychoanalytiker sind wir ja gewohnt, sozusagen vom Ende her zu denken. Und wenn man sieht, was inzwischen daraus geworden ist, aus dem, dass es nur diesen Satz gab und viel mehr nicht, dann könnte man fast sagen, ja, vielleicht war das die Absicht dieses Satzes. Das ist der Nachteil des Berges, dass man sich so anstrengen muss. Ja, ich bleibe bei deinem letzten Satz. Das war die Absicht, wir schaffen das. Also die Absicht bzw. die politische Absicht der politischen Klasse war und ist immer noch zu verleugnen. Das ist im Grunde genommen eine gewisse Machtausübung gemacht wird und auch eine gewisse Konstruktion von Integration transportiert wird, die am Ende nicht um Integration geht, sondern um Zerstörung der Verhältnisse und auch der Verleugnung, was es immer noch aktuell ist und nicht nur die Wirkung, sondern was aktuell ist, beziehungsweise Kolonialismus, Rassismus, was heutzutage neu thematisiert werden soll. Und zwar aus einem Diskurs, der nicht unbedingt der Diskurs der Macht entspricht, sondern der Gegendiskurs. Und dieser Gegendiskurs scheint momentan schwach zu sein. Trotzdem, aus der Perspektive der Helfer, auch wenn es um Helfer-Opfer geht, diese Beziehung so stark ist, ist die Frage, es ist immer noch ein gewisses Laboratorium, was jetzt passiert ist, mit dieser Arbeit zwischen Helfern und Opfer, die, wo man auch neue, einen großen Bedarf gibt und neue Begriffe zu produzieren, nämlich Emanzipation, Solidarität, Kampf, Überlebensstrategie, neue Beziehungen, also und gerade, das hast du ganz am Anfang gesagt und dann wieder am Ende, dass die Menschen, also dass wir alle, also es gibt etwas, was uns gemeinsam ist, und zwar, dass wir alle Menschen sind. Insofern ist es vielleicht ein Fehler zu sagen, dass wir und dass ihr gibt. Es ist diese Konstruktion von Anfang an ein Fehler. Wir müssen raus aus der Konstruktion via ihr, beziehungsweise via und diese andere. Es gibt kein andere, weil wir selbst fremd sind, alle Menschen, im Sinne von Spaltung. Und ich glaube, in die Idee von Spaltung gibt es Möglichkeit, wenn man das analysiert, raus aus dieser ganzen Konstruktion. Und so ist meine Meinung und vielleicht kannst du etwas noch dazu sagen. Ja, danke. Gibt es gleich, ich will niemand übergehen. Also nur ganz kurz, ich fand es sehr anregend, was Carina gesagt hat.
Carina Lopez gesagt hat, und auch der Gedanke, der ist natürlich sehr provokativ, dass es gibt keine andere, es gibt keine Spaltung, oder es gibt eine Spaltung, wir müssen die aber überwinden, das Anderssein ist nur Ergebnis einer Spaltung. Das ist eigentlich, vielleicht ist das ein ganz fruchtbarer Ansatz. Ja, ich bin jetzt auch erst überrascht, ich weiß nicht mehr mit anzufangen, aber Dankeschön. Danke. Ja, ist an. Okay, also ich hätte gern die Frage, und zwar, Sie haben das ein bisschen so aufgezogen aus der Kapitalismuskritik, würde ich sagen, so wie ich es verstanden habe. Und die Politiker sind sozusagen die Ausführenden dieses Systems und beabsichtigen irgendwie diesen ganzen Ausgang. Aus meiner Sicht, die jetzt so unpolitisch vielleicht ist, sieht es eigentlich ganz anders aus, dass nämlich viele Menschen, nämlich die Sie da vorhin gesagt haben, die vielleicht nicht so gut integriert sind, dass diese Menschen eigentlich sehr stark die Politik bestimmen. Und zwar diese Willkommenspolitik und dieser Satz von der Frau Merkel wird ja gerade in dem Osten und von der Pegida so kritisiert, und dass sie sozusagen diese Position, die sie eingenommen hat, inzwischen immer mehr zurücknimmt. Also ich kann das überhaupt nicht erkennen, dass das die Politiker machen, so wie sie das so ein bisschen dargestellt haben. Und diese Eckhardt habe ich ganz anders verstanden. Die fand ja entsetzlich, was eigentlich passiert und dass es so entsetzlich ist, was die Politiker machen, wenn die da sitzen. Und der Kauder sagt, ob das nicht schon endlich fertig ist, was die Linke da sagt, die Wagner, ne? Ja, also das ist, und ich finde es ein bisschen zu, und gerade jetzt, wo wir diese neuen Medien haben, ich denke, dass das eigentlich diese Möglichkeit gibt, den Menschen viel mehr von dieser Feindlichkeit preiszugeben oder von dieser Fremdenfeindlichkeit, dass die eigentlich das Problem ist, dass die Menschen so fremdenfeindlich sind, vielleicht die Desintegrierten, keine Ahnung, vielleicht aber auch wir alle, ja, irgendwo im tiefsten Inneren, weil wir eine Fremdenangst haben. Also da hätte ich mir eigentlich ein bisschen mehr so in diese Richtung eine Analyse vorgestellt. Also dieses alte Thema, die Politiker, die vertreten den Kapitalismus, habe ich so in Ihrem Vortrag so durchgehört. Und ich weiß nicht, in der globalisierten Welt sehen wir den Kapitalismus nicht mehr. Und jetzt haben Sie die Politiker so ein bisschen nach vorne gestellt. Das war meine persönliche Sicht. Ja, okay. Die Diskussion, sind es jetzt die Menschen oder die Politiker, ist vielleicht abendfüllend zu diskutieren, aber ich würde sagen, sind beides Menschen und von daher sind die Politiker ja auch dabei bei den Menschen. Die Frage, die sie bewegt, ist wahrscheinlich, drückt sich Unmenschlichkeit eben jetzt eher aus? Sind die Fesseln gefallen oder nicht? Und das würde ich gar nicht mal so abstreiten wollen. Also das ist durchaus, muss man durchaus einbeziehen, dass die Schwelle gesenkt wird. Und auch man kann das auch, es gibt ja schon lange Diskussionen über Gewalt im Fernsehen und solche Dinge, man kann das auch zurückverfolgen und ist durchaus ernst zu nehmen. Ich würde erstmal nicht so auf die Schiene des Alten abschieben, dass man überhaupt die Politiker benennt. Die Politiker sind auch Menschen, aber sie sind Menschen, die Verantwortung übernommen haben und dafür auch gewählt werden und dafür auch abgewählt. Ja, die werden bei uns häufig abgewählt. Ja, ja, okay. So, aus meinen Kenntnissen habe ich große Zweifel, dass es vorwiegend die Desintegrierten sind, die wir immer hören, wenn wir, Sie haben den Mob genannt, wenn wir die Presse angucken. Was mich aber grundsätzlich auch jetzt über Ihren Vortrag einfach erschreckt, ist tatsächlich diese Unmenschlichkeit. Ich weiß nicht, ob Sie noch die Bilder im Kopf haben von diesem Kosnitz oder wie das hieß, wo weinende Kinder und Flüchtlinge da aus diesem Bus rausgeprügelt worden sind und der Mob davor steht und die, weiß ich, was machen wollen. Und ich frage mich ganz ehrlich und ernst,
warum sieht man das Leid des anderen nicht? Also normalerweise, ich kenne Studien, wo man Gesichtsmuskulaturen misst und unsere Spiegelneuronen, also wo man doch sieht, wenn der andere leidet. Ich will jetzt nicht jeden Flüchtling als das totale Opfer und leidend hinstellen, aber warum sehen so viele das Leid nicht? Also ich muss die ja nicht lieben, ich muss die nicht mögen, ich muss nicht super befreundet sein, aber ich würde doch erwarten, wenn es mir so schlecht ginge, dass jemand da ist und mich wenigstens sieht. Und das verstehe ich psychologisch nicht, menschlich nicht. Und da würde ich gern mehr Erklärungen haben. Wie kommt das? Das kann doch einfach nicht sein. Ich bin wahrlich keine CDU-Anhängerin, aber merke sie, wir schaffen das. Das war das erste Mal, wo ich eine Hochachtung hatte oder wo sie sagte, sie will nicht, dass das hässliche Gesicht da vorne steht. Da dachte ich, um das geht's doch eigentlich. Und was ist mit unserer Gesellschaft passiert? Ja. Die Psychologie hat da verschiedene Erklärungen versucht. Es haben sich schon immer die Menschen oder einige gefragt. Eine, die in unserem Zusammenhang besonders wichtig ist, weil sie die Möglichkeit bietet, weitere Horizonte aufzuschlagen, ist die, dass Menschsein oder die Wahrnehmung eines anderen als Menschen schon eine, wie soll man sagen, eine kognitive Leistung ist. Also wenn wir den anderen nicht als, das ist ja auch das, was Neudeck so zentral formuliert, wir müssen den anderen, als jetzt nicht im Sinn der Spaltung, Carina, sondern eben als Spiegelbild sozusagen sehen. Dafür sind wir physiologisch schon ausgestattet, aber wir haben die Möglichkeit gleichzeitig uns vorzumachen und anderen vorzumachen, dass der andere kein Mensch ist. Also denken Sie an die lange Geschichte der Judenverfolgung bis hin zu dem Höhepunkt 33 bis 45. Die war ja nur deshalb möglich, weil man sagen konnte, weil die Verantwortlichen das den Schergen als Legitimation beigebracht haben. Es sind keine Menschen, sondern Untermenschen. Genauso sind die Kommunisten Untermenschen und genauso sind die Afrikaner Untermenschen und so weiter. Und deshalb kann man das so einfach. Wenn man die als Menschen sähe und wenn man die, man müsste viel mehr gegen die scheinbare Freiheit, alles sagen zu können, mal eine Aufklärung setzen, dass man eben nicht den anderen als Untermensch bezeichnen kann, auch wenn die Sprache das ermöglicht. Vielen Dank. Wenn ich Sie richtig verstanden habe, dann ist das Problem der Flüchtlingskrise aus Ihrer Sicht oder sind das Problem der Flüchtlingskrise nicht die hier Ankommenden, sondern der Rassismus. Jetzt haben Sie diesen Rassismus nicht als ein individuelles Phänomen charakterisiert, sondern in eine Gesellschaftstheorie eingebettet, Kapitalismuskritik. Auf der anderen Seite ist die Gegenstrategie, die Sie präsentieren, Menschlichkeit. Jetzt haben Sie Menschlichkeit allerdings nicht in den gesellschaftlichen Kontext platziert. Deswegen würde ich Sie gerne fragen, wie lässt sich Menschlichkeit denn auf einer gesellschaftlichen Ebene operationalisieren? Wenn ich jetzt zynisch wäre, könnte ich sagen, dass der Appell an Menschlichkeit in seiner gesellschaftlichen Dimension so weitgehend ist, dass dem außer der extremen Rechten jeder zustimmen kann. Er ist also völlig konturlos und individuelles Handeln oder der individuelle Appell an Menschlichkeit ist schlicht zu wenig, wenn ich eben die gesellschaftliche Dimension im Hinterkopf behalte. Und sozusagen eine Anschlussfrage wäre dann, hilft uns nicht vielleicht die Psychoanalyse gerade, diesen Zusammenhang zwischen Struktur und Individuum zu verstehen? Ja. Danke für die Frage. Der Begriff Menschlichkeit ist so umfassend, dass ihn jeder zustimmen kann. Das macht auch, denke ich, die Brauchbarkeit dieses Begriffs aus, weil es ist ja jeder aufgefordert, ihm zuzustimmen. Nur wenn jeder ihm zustimmt, könnte man sagen, kann er realisiert werden. Aber trotzdem haben Sie recht, er ist nicht an gesellschaftliche Strukturen und deren Veränderung gebunden, das kann man gern diskutieren. Ich stimme Ihnen zu, es ist nötig. Man kann Menschlichkeit nur realisieren, wenn man
die Verhältnisse so herstellt. Also es ist ganz einfach leichter, wenn man Mittel und Ressourcen hat, kann man anderen helfen. Wenn man die nicht hat, kann man nicht. Also, oder Brechtisch mit einem klassischen Zitat, erst kommt das Fressen, dann die Moral. Den Zusammenhang, der ist schon klar, stimme Ihnen zu. Wie wir das herstellen, wäre vielleicht eine andere Diskussion. Jetzt hat sich der Thomas erst gemeldet und dann komme ich zu Ihnen. Ja, Thomas. Ja. Ich würde noch gerne einen Schritt mal zurückgehen. Du hast als eine der Ursachen der Fluchtbewegung die Kriege beschrieben, in Syrien beispielsweise, im Irak. Was mich in letzter Zeit so beschäftigt ist, warum es eigentlich bei uns keine oder kaum noch Proteste gibt gegen die Beteiligung am Krieg. Die letzten massiveren Proteste, die ich erinnere, waren beim Jugoslawien-Einsatz der Bundeswehr. Aber auch die waren eigentlich nicht vergleichbar mit den Protesten beispielsweise gegen den Vietnamkrieg. Und für mich ist es aber schon eine wichtige Frage, warum so relativ widerstandslos die Kriege hingenommen werden, so relativ protestlos die Kriege hingenommen werden. Denn das hat ja auch damit zu tun, wie sehr wir uns selber auch verstehen als Verursacher dieser Fluchtbewegung, wenn wir die Kriege als etwas, also ja, wenn man so will, Unrecht verstehen würden, nicht? Dann hätten wir ja vielleicht auch eine andere Beziehung zu denjenigen, die durch den Krieg aus ihrer Heimat vertrieben werden. Und deswegen frage ich mich immer, warum ist da so wenig Protest bei uns? Was meinst du dazu? Ja, also wahrscheinlich müsste man ungeheuer breites Spektrum von Gründen annehmen. Ich finde es auch so, wie du es formulierst, ist es eigentlich ganz, kann man überhaupt nicht widersprechen. Man müsste, wenn wir uns anerkennen oder wenn man anerkennt, dass unsere Regierung Mitverursacher ist oder unsere Kultur Ursache des Krieges ist und die von der Kultur Profitierenden, dann müsste man mehr Selbstbewusstsein haben zu sagen, ja, gleichzeitig verschreibt sich unsere Kultur ja ganz anderen Zielen, wieso werden die nicht realisiert? Das ist ganz, ganz richtig, würde ich auch zustimmen. Ich will nicht unbedingt sagen, das ist zynisch, aber in der Tatsache ist es schon wichtig zu wissen, wie weit sind die Kriege weg von einem. Und die Kriege in Syrien oder gar in Afghanistan sind ja so weit weg, dass man nicht direkt betroffen ist. Und es war auch im Vietnamkrieg, sozusagen hat für den Umschwung der Stimmung von Pro-Krieg zu Antikrieg geführt, dass die Bevölkerung gesehen hat, es sind ja unsere eigenen Kinder, die da umgebracht werden und die da offensichtlich Gewalt und Kriegshandwerk treiben in Vietnam. Und das war ganz wichtig. Gleichzeitig ist aber auch wichtig, dass die Tradition der Friedensbewegung oder Antikriegsbewegung sehr, sehr weitgehend demoralisiert ist und man da mit vielen Querschüssen stehen Steine und Balken in den Weg legt und eine kleine Gruppe gegen die andere aufspielt, die sich dann nur damit beschäftigen, wie kann man die richtige Parole ausgeben und dabei kommt nichts weiter voran. Aber das ist eine Folge der allgemeinen Entpolitisierung, die wir ja zu verzeichnen haben und es gibt keinen Ansatzpunkt, keinen Hebel, wie man das ändern könnte. Und da bleibt im Moment nur so etwas wie der allgemeine Appell an die Menschlichkeit, an unsere Werte, die man ja ernst nehmen sollte. Ja. Danke. Ich habe den Eindruck, dass
die das Thema Migration sehr viele Fragen aufwirft und dass diese Fragen aber durchaus zu mehr Integration auch führen können, wenn es gesellschaftliche Fragen sind. Zum Beispiel gab es da dieses, wie weit hat Menschlichkeit einen Zusammenhang mit gesellschaftlichen Strukturen? Ich denke, eine tolle Frage, nicht nur für Psychoanalytiker. Und kann mir vorstellen, dass diese von Ihnen dargestellten Zusammenhänge sehr viele Fragen, ähnliche Fragen aufwerfen. Ich möchte einen Versuch vielleicht dazu machen, weil auch der Begriff Kapital oder Kapitalismus mit in der Diskussion vorhanden war. Also einen Versuch noch, einen Gedanken anzuschließen daran, was vielleicht etwas provokativ wirkt, aber mir gefällt auch dieser Begriff der Menschlichkeit sehr. Und wie wirkt das oder wie klingt das, wenn man sagt, das Kapital ist unschuldig, aber es kommt darauf an, was mit dem Kapital gemacht wird, also wie es eingesetzt wird, wie es investiert wird, zum Beispiel ob es ökologisch eingesetzt wird oder im Sinne von einer Verständigung. Und deshalb entsprechend bin ich der Meinung, dass es sehr auf das Verhalten, auf also integrierendes Verhalten ankommt. Und ich habe noch ein Beispiel gefunden, dass eine Veröffentlichung ihres Buches, also von Sarah Wagenknecht, hatte die Formulierung Gier, Reichtum ohne Gier. Und das hat, ich habe das Buch leider auch noch nicht gelesen, aber es hat die Vermutung, dass hier auch ein Zusammenhang mit Verhaltensweisen, mit Persönlichkeitseigenschaften hergestellt wird. Ja. Ja, ich denke, also wir bräuchten uns nicht in die Diskussion einlassen, kann man, liegt es am Kapital oder an der Verwendung des Kapitals? Ich fände es auch schon ganz einen entscheidenden Fortschritt, wenn das Kapital anders verwendet würde. Also insofern stimme ich Ihnen durchaus zu. Und man könnte ja mit den Politikern ganz anders diskutieren, wenn die ernsthaft versuchen, ihr Kapital, das Kapital ihrer Wähler, das Kapital ihrer Unternehmer für andere Ziele einzusetzen und dann sagen würden, es klappt nicht, das böse Kapital windet sich unseren Versuchen, windet sich aus den Händen. Aber das tun sie ja nicht, sondern sie behaupten ja, dass sie alles versuchen, was im Sinn der Ökologie, im Sinn der Menschlichkeit getan werden kann. Und deshalb kann man mit ihnen keine Diskussion führen. Aber eigentlich wäre das vielleicht ein möglicher Schritt zu fordern, im Sinn, wie Sie Wagenknecht zitieren oder rezipieren oder einordnen, den Kapitalismus sozial gestalten. Wahrscheinlich müsste man in der gegenwärtigen Situation sich überhaupt nicht überlegen, ob das möglich ist oder nicht. Es wird ja überhaupt nicht der Versuch unternommen. Also machen Sie es immer wieder aus. Okay. Genau, also ich habe zwei Fragen. Zum einen stellt sich mir die Frage, woher diese Verwunderung des kollektiven Rassismus plötzlich kommt, weil der Rassismus ist ja kein neues Phänomen. Und die Flüchtlingsbewegung, also ich finde immer Krise oder so, ist ein bisschen schwierig, weil es keine Krise gibt, wenn man sie nicht löst. Und, oder, ja, wie auch immer. Auf jeden Fall, bei der Flüchtlingsbewegung frage ich mich halt immer, was sie denn eigentlich ans Licht gebracht hat, was nicht davor schon existiert hat. Also diese Verwunderung über den Rassismus und über die Vorfälle im Bautzen, das löst so eine Empörung aus, aber ich frage mich halt immer, wie das davor nicht wahrgenommen werden konnte, weil eben Alltagsrassismus immer noch extrem ist und Sexismus auch und Homophobie auch. Also das sind Dinge, die sind nicht verschwunden, nur weil wir irgendwie die Augen schließen. Die existieren weiterhin. Und das ist das eine. Also ich finde, wir brauchen ein bisschen mehr Aktionismus und wutgeladene Menschen, die aktiv werden.
um es eben positiv zu kanalisieren. Und die zweite Frage ist, was Sie davon halten, wenn man Fächer an Schulen also richtig im Curriculum aufbaut, die zum Beispiel Verantwortung, Zusammenhalt, Zugehörigkeit thematisieren oder lehren, unabhängig von Nationalität, unabhängig von Geschlechtern, unabhängig von sexuellen Orientierungen, sondern einfach nur von, ja, eigentlich auch der Ursprung der Menschlichkeit. Und dass wir einfach lernen, dass wir eben nicht alle gleich sind und dass es schön ist. Und dass man eben dann auch miteinander arbeiten kann und das sich ergänzt, wenn man Menschen einfach als Erdlinge betrachten, die, also, und das Zuhause ist halt eben diese Welt. Und das ist klar, dass sich diese Menschen verteilen mussten, sozusagen, aber dass es eben wegkommt von diesem Wir-Gefühl, weil es dann auch ein Ihr geben muss praktisch oder ein anderes. Und das, finde ich, ist ein bisschen kritisch zu betrachten. Und genau daher die Frage, wie Sie das finden, wenn man Fächer wie Verantwortung etc. an Schulen lernen würde, weil ich jetzt auch neben des Studiums noch ganz viel mit Kindern arbeite, im pädagogischen und psychologischen Bereich, und ich da Workshops gegeben habe in Hohenschönhausen. Und es war auch ein Bezirk, wo sehr viele AfD-Wähler waren und ich mit Kindern gearbeitet habe, die Dinge von sich gegeben haben, die so extrem rechts waren, dass man sich eben fragen muss, woher ein Kind dieses Denken hat, weil es eben nicht damit auf die Welt kommt. Und deswegen auch speziell die Frage, in Schulen anzusetzen, damit dieses Denken eben nicht weitergetragen wird und über Generationen irgendwie weiterlebt, sondern dass es halt eben so ein Umdenken stattfindet und man da ein bisschen die Ketten aufbrechen kann. Friedlich, aber wütend. So. Ich schließe mich dem Beifall an. Also ich finde, es eine klasse Idee. Und man sollte überall, nicht nur in Schulen, aber jedenfalls, wenn Sie in Schulen arbeiten, ist das der ideale Ort, wo man sowas auf jeden Fall machen kann und muss. Und nicht nur über Verantwortung als abstraktes Phänomen, sondern konkret, die Verantwortung konkret diskutieren und vielleicht auch daraus ein Projekt machen. Ja, danke. Ich wollte noch mal zur Debatte stellen, ob man den Begriff Integration nicht auch grundsätzlicher befragen muss. Also ich sehe das an dem, weil der mir hier im Raum immer so positiv bewertet schien. Wenn wir zum Beispiel, ich arbeite mit Schülern, mit Geflüchteten, und dann kommt in der Schule die Frage auf von der Schulleiterin, die kann man doch hier gar nicht integrieren. Und da hat man dann ganz schnell die Engführung, Bildung und dann Job. Integration durch Arbeit, das ist unser Leitbild. Und wie sollen die denn, die da alle kommen, hier integrierbar sein? Und da haben wir das ganze Bild, und deswegen schließe ich da mich meiner Vorrednerin an, von Konkurrenzprinzip, besser sein als andere, erfolgreich im Job. Und da haben wir ja die ganzen desintegrativen Prozesse, die wir täglich in unserer Gesellschaft sehen. Und wenn wir dann immer als Integrierte daherkommen oder vielleicht noch die Bonner Republik als die Integrierte sehen, die dann funktioniert hat, da gab es diese Flüchtlingsströme noch gar nicht, ja, dann sind wir doch wieder in dem nationalen Wir und haben die Kritik, die Sie erwähnt haben, die Geflüchteten als Ware, die hier auch vernutzt werden sollen. Also sind sie integrierbar, indem sie vielleicht Arbeitskräfte werden, mit denen wir hier was anfangen können. Und die Kritik, wie wir außenpolitisch umgehen, wie wir in die Welt hinein regieren mit, Sie haben das erwähnt, zum Beispiel in Syrien, die Ansätze, das Regime dort zu ändern und so weiter. Also, dass wir den Begriff Integration auch kritischer denken müssen, beziehungsweise vielleicht sogar überwinden müssen. Ja, danke. Der Begriff Integration, um mal an die Geschichte zu erinnern, war ja auch mal kritischer gesehen, hat nämlich mal gemeint, sozusagen bewusstlos mitmachen. Also in dem Sinn war es früher mal ein Begriff, der etwas zu kritisieren vorgenommen hat. Die Bedeutung hat sich zunehmend damit in den Jahren geändert, als man ihn angewandt hat auf die
Desintegration bestimmter Gruppen zu überwinden. Also von daher ist der sowieso nicht festgelegt, aber er hat im Moment diese Bedeutung. Und Sie zu kritisieren, finde ich auch angemessen, wie Sie es gemacht haben. Ja, vielen Dank. Ich danke Ihnen für die Diskussion und für den schönen Abend.